Der Totenkopfring war eine persönliche Auszeichnung, die von Heinrich Himmler persönlich an Mitglieder der SS verliehen wurde. Ursprünglich wurde der Ring an hochrangige Offiziere der Alten Garde, es waren weniger als 5000, verliehen, die im Kampf herausragenden Mut und Führungsqualitäten bewiesen hatten. Später wurden die Regeln für die Verleihung des Rings vereinfacht und 1939 konnte fast jeder SS-Offizier, der mehr als 3 Jahre gedient hatte, diese Auszeichnung erhalten. Die Ringe waren aus Silber gefertigt. Die Runen auf dem Ring spiegeln Himmlers Interesse an Mythologie und Okkultismus wider. Swastika. Umgekehrte Swastika, Richtung der Zerstörung und Vernichtung. Siegrune ist ein Attribut von Thor, dem Kriegsgott. Zeichen für Macht, Energie, Kampf und Tod. Die Rune Heilszeichen. Symbol des Erfolgs und des Glücks. Doppelrune. Hitler genehmigte die gepaarte Rune auf Vorschlag von Himmler, dem Leiter des Schwarzen Ordens, als Emblem der SS. Diese gepaarte Rune, die Einheit von Lebenskraft und Sonnenenergie, sollte die mystische Kraft der Krieger des Geistes symbolisieren, der wahren Arier, ohne Beimischung fremden Blutes, die auf den ersten Befehl hin bereit sind, die Feinde des Dritten Reiches zu vernichten und, wenn es die Umstände erfordern, nicht zögern zu sterben. Die Hagal-Rune symbolisierte den unbeugsamen Glauben im nationalsozialistischen Sinne des Wortes, der von jedem SS-Mitglied verlangt wurde. Diese Rune wurde bei verschiedenen SS-Zeremonien, insbesondere bei Hochzeiten, häufig verwendet. Auf der Innenseite des Rings war die Abkürzung SLB eingraviert, seinem Lieben. Der Name des Besitzers, der Nachname, ein Faksimile von Himmlers Unterschrift und das Datum der Übergabe. Zusammen mit dem Ring wurde eine spezielle, runde Aufbewahrungsschachtel geschmückt mit SS-Runen überreicht. Zusammen mit dem Ring erhielt das SS-Mitglied auch einen Dankesbrief vom Himmler persönlich. Ich verleihe Ihnen den Totenkopfring der SS. Er soll sein ein Zeichen unserer Treue zum Führer, unseres unwandelbaren Gehorsams gegen unsere Vorgesetzten und unserer unerschütterlichen Zusammengehörigkeit und Kameradschaft. Der Totenkopf ist die Mahnung, jederzeit bereit zu sein, das Leben unseres Ichs einzusetzen für das Leben der Gesamtheit. Die Runen dem Totenkopf gegenüber sind Heilszeichen unserer Vergangenheit, mit der wir durch die Weltanschauung des Nationalsozialismus erneut verbunden sind. Die beiden Siegrunen versinnbilden den Namen unserer Schutzstaffel, Hakenkreuz und Hagal. Galrune sollten uns den nicht so erschütterten Glauben an den Sieg unserer Weltanschauung vor Augen halten. Umkränzt ist der Ring von Eichenlaub, den Blättern des alten deutschen Baumes. Dieser Ring ist käuflich, nicht erwerbbar und darf nie in fremde Hände kommen. Mit ihrem Ausscheiden aus der SS oder aus dem Leben gehen dieser Ring zurück an den Reichsführer SS. Abbildungen und Nachahmungen sind strafbar und Sie haben dieselben zu verhüten. Tragen Sie den Ring in Ehren. Himmler. Im Falle des Todes des Besitzers sollte der Ring an Himmler übergeben werden, der ihn als Andenken an den Besitzer an Schloss Wewelsburg zurückgeben sollte. Wurde der Besitzer des Rings im Kampf getötet, mussten seine Kriegskameraden alle Anstrengungen unternehmen, um den Ring zu holen und zu verhindern, dass er in die Hände des Feindes gelangte. Ringe der ermordeten SS-Offiziere wurden in der Gedenkstätte Schrein des Inhabers des Totenkopfringes im Schloss Wewelsburg verwendet. Doch zurück in der Gegenwart. Viele werden sagen, dass die SS-Organisation und ihre zerstörerischen Ideen mit dem Dritten Reich, mit dem Untergang Deutschlands 1945, aufgehört haben zu existieren. Aber ist das wirklich so? Warum sehen wir dann heute um uns herum die gleichen Symbole, Zeichen und Attribute, die das Dritte Reich verwendet hat? Denn diese Symbole tragen in ihrem Wesen Zerstörung, Tod und Leid. Das waren die Attribute derer, die Millionen von Menschen gefoltert, vergewaltigt und getötet haben. Sehen wir selbst. Wenn Sie glauben, dass die Mode für Totenkopfringe, das Symbol des Todes, mit der Zeit des Nationalsozialismus verschwunden ist, dann irren Sie sich. Heute wird die Mode für die Symbolik der Toten in der breiten Masse aktiv gefördert. Viele berühmte Persönlichkeiten tragen Schmuck und Kleidung mit diesem Symbol und werben so für das Symbol. Einige von ihnen tragen nicht nur Totenkopfringe, sondern sind auch Mitglieder verschiedener Geheimbünde wie der Freimaurer, der Illuminati und so weiter. Es stellt sich die Frage, warum verehren wir den Tod so sehr? Wollen wir etwa sterben? Das Leben der Gesellschaft besteht aus den Entscheidungen, die jeder von uns trifft. Bevor du etwas tust oder trägst, überlege, was du in diese Welt bringst. Leben oder Tod?